Hi Leute, ich bin's wieder, euer Dominik, und wie ihr seht, bin ich nicht irgendwo draußen und vergnüge mich irgendwie in Menschenmassen, sondern ich bin schon zu Hause. Ich schaue auch, dass ich zu Hause bleibe und dass euch die Zeit zu Hause in dieser schwierigen Phase nicht zu langweilig wird. Gibt's von mir jeden Tag eine Übung. Das Ganze haben wir gesagt, ja, genannt 40 Tage Quarantäne. Mal gucken, ob es 40 Tage werden oder vielleicht ein bisschen weniger. Und ja, ich habe mir gedacht, ich mache eine Übung für euch, aber nicht mit Klopapier, weil ich finde, das ist nicht so sinnvoll. Was man viel wichtiger zu Hause haben sollte, ist Flüssigseife. Also, was machen wir? Ich lege mich jetzt auf den Bauch, mache Kraulbeinschlag, bin in einer Gleitbootlage und übergebe mir dann mit gestreckten Armen die Flüssigseife hinter dem Körper und wieder vor dem Körper. Das Ganze 10-mal in eine Richtung und 10-mal in die andere Richtung. Ich habe es jetzt nur 5-mal gemacht, exemplarisch für euch. Schaut dabei, dass ihr Körperspannung haltet, nicht nach links oder nach rechts ausweichen müsst. Kleine rhythmische Bewegungen mit den Beinen, gestreckte Arme, Bewegung schön aus dem Schulterblatt. So. Davon könnt ihr gerne 3 bis 4 Sätze machen oder macht 3 bis 4 Mal 2 Minuten. Das geht auf jeden Fall. Da kommt ihr natürlich auf mehr als 10 Wiederholungen. Aber ja, haltet durch in dieser schwierigen Zeit. Von mir gibt es jetzt jeden Tag ein Video. Macht's gut, bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao. So, Tag 2, Leute. Heute brauchen wir für unsere Übung nur ein paar Treppenstufen oder auch ein Sofa würde auch reichen. Was mache ich? Ich gehe jetzt in die Liegestützposition in einer leichten Erhöhung. Ja, machen wir mal 2 Stufen, das reicht schon. Ja, Arme schulterbreit, Körperspannung aufbauen, Beine etwa auch hüftbreit und dann mit einem Arm kurz abheben. Zur gegenseitigen Schulter tippen, Körperspannung halten. Ja, und als Ziel möglichst nicht komplett mit dem Körper mitgehen, sondern so gut es geht in Spannung bleiben. Da könnt ihr auch 10 bis 15 pro Seite machen, 3 bis 4 Sätze. Wie gesagt, jetzt seht ihr gerade bei Instagram sowieso unzählige Home Workouts. Sucht euch überall was raus, macht jeden Tag 4, 5 Übungen, beschäftigt euch ein bisschen, sucht euch neue Hobbys. Sucht euch ein paar Aufgaben, ja, und dann können wir gemeinsam diese Zeit auch überstehen. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao, euer Dominik. Hi Leute, Tag 3 der Quarantäne-Challenge heute. Und für die heutigen Übungen brauchen wir nur ein paar Socken, vorzugsweise noch nicht benutzt. Die nehmen wir über die Hände. Alternativ könnt ihr auch irgendwie Küchentücher nehmen oder Schwämme. Irgendwas, was halbwegs flutscht und rutscht. Und jetzt haben wir Varianten. Einfache Übung wäre auf den Knien. Da könnt ihr euch dann auch etwas unter die Knie legen. Oder halt in kompletter Liegestützposition. Ausgangsposition etwas breiter. Und dann gehen wir jetzt immer abwechselnd mit einem Arm nach vorne, halten die Spannung und gehen wieder langsam nach oben. Anderer Arm, halten die Spannung und wieder nach oben. Wie gesagt, einfache Variante wäre auf den Knien. Auch davon könnt ihr immer, ja, 8 bis 10 pro Seite machen, 3 bis 4 Sätze. Und dann wünsche ich euch zu Hause viel Spaß. Macht's gut. Bis morgen, euer Dominik. Ciao, ciao.